Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft mit eurer Nizi. Ja, ich muss euch was erklären. Und zwar habe ich zwei Dorfbewohner weggeschickt. Die sind nicht mehr da. Oder vielleicht auch drei. Die sind in das Akaziendorf gereist, um da mir ein paar Steine abzuklopfen und mir zu schicken. Und wir haben aber aus dem Akaziendorf im Gegensatz dazu, also praktisch einen Schüleraustausch in Anführungsstrichen, jetzt finde ich ihn nicht, einen Bauern bekommen. Der hat hier auch schon fleißig meine Felder durcheinander gebracht, könnt ihr hier sehen. Die pflanzen ja alles durcheinander und der sollte hier eigentlich lernen, dass man das vernünftig anbaut. Aber irgendwie kann ich es ihm nicht beibringen. Ich weiß nicht, er schnallt das einfach nicht. Ich finde ihn jetzt auch gar nicht mehr. Würde ich euch gern zeigen, aber der ist nicht da. Ja, also übrigens nochmal vielen, vielen Dank für eure vielen Antworten, die ihr mir gegeben habt. Einige wussten nicht, woran das liegt, dass ich hier alles nur die gleichen Dorfbewohner habe. Die Jenna hat mir einen Link geschickt. Der war sehr hilfreich. Die Oma Luise hat mir geschrieben, dass ich praktisch aus Glas und ein paar Wegen in der Erde etwas bauen kann, was die dann als Häuser anerkennen. Ja, das kenne ich auch mit den Telefonzellen. Das war auch ein toller Tipp, aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich eher so auf natürlichem Wege machen. Aber okay. Mal gucken, was passiert. Ich möchte auf jeden Fall heute hier gerne ein Haus hinbauen. Hier habe ich schon Lehm bekommen von meinen fleißigen Dorfbewohnern. Ja, wir haben uns abgesprochen. Wir machen jetzt so einen kleinen Austausch immer. Und ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das bauen werde. Das soll ein ganz, ganz kleines Häuschen eigentlich werden. Normalerweise kann die Stufe da weg. Das könnte ich auch mal ein bisschen kleiner machen. Ich baue ja immer irgendwie so frei Schnauze. Und hier soll halt ein kleiner Wollladen hin. Der wird, glaube ich, sehr, sehr klein, wie ich das so sehe. Ich könnte den bis nach da hinten ziehen. Also bis hier. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das... Ja, das probiere ich mal aus, wenn die Schafe hier mal ein bisschen an die Seite gehen würden. Aber das tun sie irgendwie nicht. Geh doch mal weg da. Ach, Mann. Ich weiß gar nicht, was die hier wollen. Ich habe keinen Weizen in der Hand oder sonstiges. Und ich weiß nicht, warum die hier ständig dumm rumstehen. Weil sonst würde ich hier gerne die Blöcke schon mal draufsetzen, sonst hauen die ja ab. So, kusch dich mal da weg. Danke. Man muss doch immer gewalttätig werden. Ja, eigentlich bin ich nicht so, eigentlich mag ich das nicht, Tiere hauen oder sonstiges. Aber manchmal muss das einfach sein. Hau ab da. Ja, habe ich mir überlegt, dass ich das vielleicht so erweitern tue. Und jetzt kann ich ja hier unten auch wegkloppen. Soweit ich weiß, können die hier nicht abhauen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich denke, das können wir erstmal so ausprobieren. Da kommen sie schon gleich angerannt, ne? Also sobald man irgendwo was am Basteln ist oder am Bauen ist, kommen die Schafe gleich angerannt. Ja, ich würde gern so ein knallbuntes Haus praktisch machen. Das müsste ich nochmal abändern. Ich denke, da kommt noch ein Zaun hin. So.
So, genau. Und dann ziehe ich das Haus hier lang. Ja, das müsste eigentlich passen. Normalerweise müsste ich den Eingang hier irgendwo hin machen. Das mache ich auch. Und dann gucke ich mal weiter. Ich lasse mich ja immer sehr gerne von mir selbst überraschen. Ja, und das muss ich natürlich hier auch noch aus Stein bauen. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich, das war falsch, ob ich den Fußboden auf diese Höhe hier setze oder ob ich noch mal ausschachten werde. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich finde es eigentlich mal ganz schön, wenn es auch so eine Tür hochgeht, eine Treppe hochgeht zur Tür. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, ich baue erstmal hier mit meinem Ton weiter und gucke dann, wie es aussieht. Fenster werde ich auch nach da hinten nicht rausmachen. Weil da ist ja der Schafstall praktisch und ich glaube nicht, dass man da unbedingt immer auf die Schafe schauen möchte. Und deswegen denke ich, kommen hauptsächlich hier Fenster rein und vorne hier natürlich nicht. Dann werde ich hier höchstwahrscheinlich ein riesengroßes Fenster reinsetzen und dann setze ich auch den Fußboden eins höher. Genau. Habe ich denn Holz für den Fußboden? Fichtenholz. Oder ich mache mal Schwarzeichenholzbretter rein. Mal gucken, wie das aussieht. Sieht bestimmt gut aus mit dem Orange. Ja, das war es auch schon. Irgendwie finde ich, hat's was. Dann hole ich nochmal Schwarzeichenholz und dann können wir weiterlegen hier. Ja, hier wollte ich noch einen Balkon dran bauen. Ach so, und was ich euch überhaupt noch gar nicht gezeigt habe. Ich habe angefangen, ja, hier hänge ich wieder. Ich kriege das nicht weg. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe hier ein Dach drauf gesetzt, aber das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Vielleicht mache ich dann nochmal so ein Netherziegeldach oder irgendwas anderes. Also die Steinziegel gefallen mir jetzt nicht so. Ich wollte bloß kein Holz nehmen, weil es halt die Schmiede ist und eigentlich ist das Gebäude schon aus Holz, was ich nicht so toll finde. Ja, mal gucken. Das habe ich halt einfach mal ohne Aufnahme gemacht, weil ich denke, dass es auch extrem langweilig wird. Ja, hinten ist noch nichts weiter. Da fehlt noch jede Menge Dach und der Giebel ist auch sehr hoch. Ne, das könnt ihr hier sehen, das ist also extrem hoch. Und es sieht ein bisschen doof aus und deswegen würde ich das Ganze gerne nochmal irgendwie abändern. Aber wie gesagt, das mache ich dann mal ohne Aufnahme. Ach, diese, ich gehe hier so ungern lang, das glaubt ihr gar nicht. Ja, hier ist wieder alles einwandfrei. Ja, dann müsste ich die Treppen da auch nochmal verlegen. Ja, irgendwie sieht es witzig aus. Wird ja schon wieder dunkel. Ach, das finde ich ja doof. Na komm, die eine Reihe bauen wir hier jetzt noch fertig und dann... Ja, und ich will dann auch aus dem Stall wieder eine Truhe rausführen lassen praktisch. In den Wollladen. Mit Trichtern, dass der gleich von da befüllt werden kann. Das war falsch, da haben wir ein zu viel gesetzt. Ich habe es mir fast gedacht. Ich habe euch auch schon schreien gehört, aber da hat der Klotz schon gesessen. Es sieht natürlich total bescheuert aus. Da muss ich das Fenster, denke ich, auf jeden Fall auch noch wegmachen. Das kann man ja so nicht lassen. Ja, das geht gar nicht. Gut, das Fenster kommt weg und ich muss hier unbedingt eine andere Tischplatte drauf machen. Ich finde, das sieht total bescheuert aus.
müsste ich ja eigentlich die Stufen dabei haben. Dann werde ich die mal hier so lang setzen und ja, was weiß ich, so. Genau. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, also eine Etage würde ich schon gern noch draufsetzen. Wer sich fragt, warum ich da Holz hinsetze anstatt Erde, das ist völlig wurscht. Meine Axt ist so schnell. Ich glaube, die baut schneller ab als meine Schaufel. Von daher benutze ich auch Holz. Und meine Spitzhacke, die ist eigentlich auch sehr schnell, weil die sind halt verzaubert. Und mit Effizienz, ich glaube, meine Axt hat sogar Effizienz 5 jetzt drauf. Nee, Effizienz 4. Das geht ziemlich fix. Und ja, meine Schaufel hat Effizienz 2. Ja, und dann kommt das Dach drauf. Und ich weiß auch noch nicht, ich würde schon gerne ein Giebeldach auf jeden Fall machen. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie. So, dann hauen wir das erstmal weg. Und eigentlich könnte ich jetzt mal in den Schafstall gehen. Und mal gucken, wie das mit den Truhen hier ist. Eigentlich würde ich die gerne hier hinstellen, die Truhe. Oder die Truhen. Ja, ich denke, so mache ich das. Und dann haue ich das hier hinten weg, damit ich genau weiß, wo die auch stehen, sonst vergesse ich das wieder. Bin ich ja mal ein bisschen verpeilt. Oh, ich wollte nicht stören, sorry. Ja, ich gehe schon. Ja, irgendwie ist der Bauer jetzt weg. Das finde ich ein bisschen komisch. Da ist er. Da ist der Herr Bauer. Der ist auch fleißig am Arbeiten, das finde ich gut. Wenn auch nicht korrekt, aber fleißig ist er. So, dann ist hier die Truhe. Eigentlich müsste ich die vielleicht einen höher setzen. Das muss ich mal kurz überlegen. Ja, das ist eigentlich... Ja, das passt nicht so ganz. Ich könnte ja hier rüber gehen, aber dann komme ich eh nicht mehr zurück. Ach, ihr Schafe, geht mal da runter. Ihr habt da nichts drauf zu suchen. Dann könnte ich eigentlich schon, soweit ich weiß, die Trichter da befestigen. Ja. Das ist doof. Das ist sehr blöd. Ach, Schaf, geh da mal weg. Du passt auch gar nicht zur Wand farblich. Wow. Ja, tut mir leid. So, ich probiere das jetzt einfach mal so aus. Schmeiß da mal was rein. Und guck, ob es dann nebenan ankommt. Ja, und hier können wir ja noch irgendwie was drumherum bauen. Das muss ja jetzt nicht so bleiben. Jetzt muss ich erst mal gucken. Nicht, dass die Schafe da oben aufs Haus klettern. Ich mache das später. Das baue ich erstmal wieder ab. Das ist mir jetzt zu riskant. Hier ist ein Gemähl. So, dann gucken wir mal, ob das hier gelandet ist. Ja, passt. Also es läuft auf jeden Fall schon mal durch. Ja, sieht ein bisschen doof aus jetzt. Aber okay, was soll's.
So, dann würde ich gerne hier auf jeden Fall schon mal ein schönes Fenster reinhauen. Und ich hatte ja mal gesagt, ich finde es eigentlich schön, wenn man wirklich ein riesengroßes Schaufenster hat, wenn es halt ein Laden ist. Hier werde ich allerdings kein richtiges Schaufenster rein basteln wie im Blumenladen, weil das ist einfach zu klein hier, also zu eng. Ich würde gerne hier so ein Tresen hinbauen und hier halt das Schaufenster. Könnt ihr auch hier schon mal bisschen Licht dran basteln. Hier außen kommt natürlich ein bisschen mehr Licht dran. Ja, das kann man so lassen. Ist ja wurscht, da kommen ja noch genug andere Häuser. Ja, und jetzt habe ich natürlich wieder dieses Problem, dass hier wieder diese Außenwand praktisch ist, die Steinwand und hier das Holz, aber ich glaube, ich werde da auch mal Glasblöcke einsetzen. Glas habe ich mir natürlich nicht mitgenommen. Jetzt muss ich hier schon wieder an der tollen Stelle. Oh, das gibt's nicht. Ich suche mir ein anderes Dorf und baue dann da weiter. Also Dörfer habe ich hier, glaube ich, extrem viele gefunden. Glas? Nee. Ich mache jedes Mal die falsche Truhe auf. Jedes Mal. Das kann ich ja gleich mal da hinnehmen. Und ja, Tresen weiß ich noch nicht. Also ich finde es extrem schade, dass man aus diesem gebrannten Ton oder überhaupt aus dem Ton keine Stufen oder irgend sowas, Treppen in der Art machen kann, sondern dass das ständig Blöcke bleiben müssen. Das ärgert mich so ein bisschen. Da könnte man nämlich extrem viel mit noch gestalten. Ich wollte gerade sagen, da ist ja noch keine Scheibe drin. Ja, ich denke, das lasse ich jetzt erstmal so. Und Tür. Ich würde eigentlich ganz gerne eine Birkenholztür hier reinsetzen, aber Birkenholz habe ich jetzt, glaube ich, nicht mit. Nee, dann mache ich die später rein, die Tür. Ja, ich hätte sonst gerne direkt aus dem weißen Ton einen Tresen gemacht. Vielleicht mache ich das auch so. Ja, das könnte ich so machen. Und hier mache ich dann noch eine Falltür praktisch hin. Und dann auf jeden Fall natürlich Regale und ja, hier wollte ich auch noch ein Fenster reinsetzen. Ich mache das, glaube ich, anders. Ich mache schmale Fenster, so wie das jetzt, aber ich versetze das nochmal. So. Genau. Dann haben wir hier nämlich auch viel natürliches Licht drin, dadurch, dass wir ja hier hinten und hier keine Fenster reinsetzen können, beziehungsweise nicht wollen. Ja, das sieht ziemlich modern hier aus drin. Aber was soll's? Man muss ja mal ein bisschen rumprobieren und ja, normalerweise müsste man hier wirklich überall Regale dran setzen. Hier ringsrum. Ist ja so im Wollgeschäft auch. Bloß mich stört es natürlich ein bisschen, dass die Wollblöcke ein bisschen blöd aussehen. Sind ja nur Blöcke und keine Wollknäule. Hier drin könnte ich auch noch mal ein paar Lichter dran machen. Nee, das ist extrem zu hoch. Ja, und hier hinten kommen auf jeden Fall auch irgendwie Regale hin, aber da überlege ich mir gerade, ob ich da nicht. Ah, das wird zu eng. Jetzt hätte ich hier noch richtige Bretter hingesetzt. Aber das wird zu eng. Oder ich mache da Klappen hin. Ah, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall brauche ich noch Bücherregale. Bücherregale, was rede ich denn? Bilderrahmen.
So. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Das heißt, ich muss gleich wieder schlafen gehen. Aber ich hole mir erstmal Leder hier weg. Leder habe ich ja eigentlich recht viel. Da ich ja jede Menge Kühe gekillt habe. Ja. Könnte ich eigentlich schon mal anfangen hier. Ich muss auf jeden Fall mehr Stickies haben. 5 Stück, das reicht nie im Leben. Was ich vorhin noch sagen wollte, die Oma Luisa hat ja gesagt, ich soll 5 Blöcke tief graben. Ja, das ist ein toller Ratschlag, Luise. Aber du weißt schon, dass ich direkt hier unter meinem Dorf eine fette Höhle habe. Ich habe da ein bisschen Angst. Ich meine, die ist zwar nicht ganz direkt hier drunter, also 5 Blöcke tief könnte ich, glaube ich, schon gehen. Ich meine, gut, da würde ja nichts passieren. Es ist ja halt Glas drauf und so. Aber ich glaube, 8 Regale reichen auch nicht. Aber ist egal. Ich muss erst mal gucken, wie viel ich hier noch brauche. Ja, da haben wir nur noch eins übrig. Mal gucken. Ja, dann habe ich hier auch so eine blöde Lücke. Das ist ja auch doof. Wie viel sind denn das jetzt? 1, 2, 3, 4. Das sind 12. Ich glaube 14 Farben hat man, glaube ich. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Aber da kann ich ja noch nachgucken. Ja, ich müsste auf jeden Fall mal die Folge beenden. Aber ich werde jetzt noch den einen Rahmen da mindestens dran bringen. Mache aber trotzdem ein paar mehr. Die brauche ich ja sicherlich noch das eine oder andere Mal für irgendwas anderes. Das Café haben wir eigentlich, oder habe ich eigentlich auch noch nicht so richtig eingerichtet. Na, ist schade, dass die hier nicht um die Ecke gehen. Oder geht es doch nicht? Doch. Ah, das ist cool. Guck mal. Yeah, ich freue mich voll. Ich freue mich echt. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Ja, während ich hier meine Folge beende, hole ich in der Zwischenzeit eine Tür und was ich sonst noch so vergessen habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Bye bye. Eure Nizi.